Guten Morgen und herzlich willkommen zur Fachtagung Katastrophenschutzvorsorge. Dieses Mal zum zweiten Mal digital und unter dem Schwerpunkt Build Forward Better. Uns erwartet wieder eine spannende Mischung aus digitalen Paneldiskussionen, Vorträgen und Workshops. Mein Name ist Marie Helmschmidt und ich freue mich, dass ich euch dieses Jahr wieder durch die Tagung begleiten darf. Ein ganz wichtiges Thema für uns ist ja Interaktion. Da gibt es auch dieses Jahr wieder verschiedene Möglichkeiten. Wenn ihr auf Social Media unterwegs seid, nutzt gerne den Hashtag FTKTV. Und auch wieder haben wir für jeden Programmpunkt, der als Streaming-Session läuft, einen Chat rechts neben dem Videofeld, neben dem Videofenster im roten Feld auf unserer Eventseite www.fachtagung-katastrophenvorsorge.de. Die kennt ihr natürlich schon. Und mit einer Timeline direkt unter dem Videofenster, in der ihr euch in die verschiedenen Programmpunkte reinklicken könnt. Und wenn ihr euch dieses Jahr in die Timeline reinklickt und nach rechts oder links schiebt, dann könnt ihr euch quasi auf dem Zeitstrahl auch nach vorne und nach hinten bewegen. Jeder Chat bezieht sich immer auf den gerade ausgewählten Programmpunkt. Und dann könnt ihr den gerne nutzen, um Fragen zu stellen und natürlich auch Anmerkungen zu machen. Und das probieren wir am besten gleich mal aus. Ich habe nämlich zwei Fragen für euch. Erstens, welche Erwartungen bringt ihr mit an die Fachtagung und welche Themen interessieren euch besonders? Wir freuen uns natürlich, wenn ihr da die ganze Zeit sehr aktiv mitmacht. Und wer auch sehr aktiv mitmacht, ist natürlich Sebastian Lörscher vom Graphic Recording, der dieses Jahr auch wieder dabei ist. Er wird, wie der Name schon sagt, grafisch aufzeichnen, was hier die nächsten zwei Tage während der Fachtagung alles so passiert. Sebastian, schön, dass du dabei bist. Guten Morgen. Morgen. Und wenn ihr Sebastian live bei der Arbeit beobachten wollt, dann gibt es auch unter dem Chat einen Button mit dem Graphic Recording. Wenn ihr da reingeht, dann öffnet sich ein Videofenster, wo ihr den lieben Sebastian seht. Und auch bei mir ist Stefan Scholz vom DRK. Stefan, hi. Moin. Und erzähl uns doch erstmal, was erwartet uns denn dieses Jahr und vor allen Dingen, wo knüpft die Fachtagung dieses Jahr ans letzte Jahr an? Zunächst mal schön, dass du auch wieder mit dabei bist in diesem Jahr. Und ich glaube, das zeigt auch schon so die erste Parallele zum vergangenen Jahr. Wir sind wieder virtuell unterwegs, was für uns natürlich so ein bisschen auch wieder die Herausforderung birgt, Interaktionsmöglichkeiten zu geben. Du hast ja schon ein paar genannt, die wir in diesem Jahr haben. Ich glaube, da kommen wir nachher auch noch auf ein paar andere zu sprechen. Aber für uns natürlich auch die Hoffnung, dann im nächsten Jahr wieder in Person alle treffen zu können und dann eben auch den Austausch besser ermöglichen zu können. Denn sind wir ehrlich, Netzwerken und Kaffee trinken macht halt in Person doch mehr Spaß als in einem Zoom-Raum. Im vergangenen Jahr hatten wir uns ja sehr stark um die Frühwarnung gekümmert, also haben uns international angeschaut, wie Allgefahren-Frühwarnsysteme funktionieren oder eben auch nicht funktionieren, sprich wo es noch Herausforderungen gibt. Und national hatten wir geschaut, wie funktioniert eigentlich Frühwarnung in Deutschland. Sollte einfach funktionieren, ist aber dann gar nicht so trivial, wie rauskam. Und im vergangenen Jahr hatten wir dann auch noch den nicht ganz optimal verlaufenden Frühwarntag, der, glaube ich, auch noch mal für einige Diskussionen gesorgt hatte. An den Diskussionen aus dem letzten Jahr wollen wir aber auch dieses Jahr anknüpfen. Du hattest schon gesagt gehabt, das Oberthema in diesem Jahr Build Forward Better. Wir haben da schon einige Anfragen bekommen, ob das jetzt ein komplett neues Konzept ist oder was sich dahinter verbirgt. Für uns eigentlich nur ein kleines Wortspiel. Dahinter verbirgt sich eigentlich das altbekannte Konzept Building Back Better. Nur, dass wir halt den Schwerpunkt ein bisschen stärker auf Forward Thinking legen, also auch perspektivische Gefahren mit in die Konzepte einzubauen. Dabei geht es uns sehr stark darum, eben auch zu schauen, wie wir Katastrophenvorsorgeansätze, Systeme weiterentwickeln können, dass auch Gefahren mit berücksichtigt werden, die wir vielleicht jetzt noch gar nicht so sehr auf dem Schirm haben. Bestes Beispiel da in der Vergangenheit natürlich die Corona-Pandemie, die, glaube ich, weltweit alle recht auf dem falschen Fuß erwischt hat, obwohl schon recht bekannt war, dass vermutlich eine Pandemie kommen wird. Und auf der anderen Seite natürlich auch der Klimawandel, der Extremwetterereignisse häufiger auftreten lässt und natürlich auch stärker auftreten lässt. Und da hatten wir in der Vergangenheit ja jetzt leider auch die Vorfälle im Westen der Republik, wo in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und in Bayern die Fluten zahlreiche Menschenleben gekostet haben. Und für uns geht es dann eben genau darum zu schauen, wie können wir uns besser aufstellen, um möglichst schon vor der Katastrophe aktiv zu werden, um eben den Verlust von Menschenleben zu verhindern und dann natürlich auch die wirtschaftlichen Schäden einzugrenzen. Das diskutieren wir heute und morgen in 6 wahnsinnig spannenden Panels. Also ich freue mich schon riesig drauf. Aber wenn ich die Panels erwähne, möchte ich natürlich auch das Herzstück der Fachtagung immer wieder erwähnen. Und da werde ich nicht müde, das auch zu tun. Einen herzlichen Dank an all diejenigen, die in diesem Jahr Workshops durchführen. Insgesamt haben wir dieses Jahr 15 Workshops, so viel wie noch nie. Was auch daran liegt, dass wir noch nie so viele qualitativ wirklich hochwertige Vorschläge erhalten haben. Von daher wirklich herzlichen Dank dafür. Und ich würde sagen, stellvertretend für all diejenigen, die im
diesem Jahr die Fachtagung wieder mitorganisiert haben, holen wir jetzt einfach mal die unterstützenden Organisationen mit dazu. Das sind zuvor das Auswärtige Amt, natürlich das Deutsche Rote Kreuz, das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, das Katastrophennetz und das Bundesamt Deutsche Komitee für Katastrophenvorsorge. Sorry. Moin! Ich hoffe, ihr könnt uns alle hören, jetzt im virtuellen Studio. Herr Holleck, ich fange mal mit Ihnen an. Sie sind der stellvertretende Leiter Grundsatz Humanitäre Hilfe, internationaler Katastrophenschutz, humanitäres Minenräumen im Auswärtigen Amt. Welche Bedeutung messen Sie denn der Fachtagung Katastrophenvorsorge als Auswärtiges Amt bei? Guten Morgen in die Runde und zunächst mein Dank an alle Beteiligten für die hervorragende Organisation der Fachtagung. Für uns im Auswärtigen Amt ist die humanitäre Katastrophenvorsorge ein essentieller Bestandteil der humanitären Hilfe. Und Sie haben schon richtig gesagt, wir haben mit der Neueinrichtung von Referat S07, für das Referat stehe ich, das ist das dritte Referat im humanitären Bereich der Abteilung S im Auswärtigen Amt, auch einen neuen Platz gefunden für diese Themen, für die Themen der Katastrophenvorsorge, aber auch der Katastrophenhilfe und des Katastrophenschutzes. Die Fachtagung als jährliche Konferenz ist für uns einerseits ein wichtiges Forum, um mit unseren Partnern unsere Prioritäten zu reflektieren. Sie bietet aber auch einen hervorragenden Rahmen, um die nationale und internationale Dimension zusammenzudenken und zu diskutieren. Das Auswärtige Amt finanziert die Fachtagung Katastrophenvorsorge jetzt seit vielen Jahren und wir haben das Gefühl, es ist inzwischen das zentrale nationale Austauschforum und hilft, Synergien im nationalen wie im internationalen Kontext zu nutzen. Und wenn ich richtig informiert bin, werden über 800 Expertinnen und Experten in diesen beiden Tagen zumindest virtuell auf der Fachtagung zusammentreffen. Wir freuen uns wirklich sehr über dieses große Interesse und die kontinuierlich steigenden Teilnehmerzahlen. Das zeigt aus unserer Sicht die Relevanz und auch das diesjährige Oberthema Build Forward Better ist wieder treffend gewählt. Aus unserer Sicht Ziel wird sein, natürlich auch aus den Ereignissen des laufenden Jahres zu lernen, Fluten im Sommer, der Pandemie, die uns weiterhin beschäftigt. Wir wollen und sollten dabei aber auch eine internationale Perspektive einnehmen, nicht zuletzt auch mit Blick auf die Klimakonferenz, die nächste Woche in Glasgow startet. Und dabei gilt es, besonders nötige Anpassungen auf bereits unvermeidliche Folgen des Klimawandels auch in unsere Bemühungen um Katastrophenvorsorge mitzudenken. Ich freue mich jetzt auf konstruktive und erkenntnisreiche Diskussionen in den kommenden zwei Tagen und sage vielen Dank. Und ebenfalls dabei ist Alexandra Rüth, Leiterin des Teams für thematische Entwicklung und Innovation in der internationalen Zusammenarbeit vom DRK. Alexandra, warum organisiert das DRK denn diese Veranstaltung und welche Ziele werden verfolgt? Ja, liebe Marie, liebe Stefan, liebe Teilnehmenden der Fachtagung, erstmal vielen Dank, dass ich hier in der Eröffnung sprechen kann. Und ich möchte kurz noch sagen, dass ich hier spreche stellvertretend für alle Frauen, die großartige Arbeit leisten in den Bereichen der humanitären Hilfe und Katastrophenvorsorge. Ein kleiner selbstkritischer Hinweis darauf, dass wir in Bezug auf die Diversität doch noch nicht das Maximum erreicht haben, wie man in der Eröffnungsrunde sieht. Aber jetzt zum eigentlichen Thema. Wo sehen wir als DRK die Bedeutung in der Fachtagung Katastrophenvorsorge? Das DRK ist ja die nationale Hilfsgesellschaft des Roten Kreuzes in Deutschland und die freiwillige Hilfsgesellschaft der Behörden im humanitären Bereich. Das schließt die nationale und die internationale Arbeit mit ein. Und wir versuchen natürlich auch in der Fachtagung den nationalen Teil unserer Arbeit in der Katastrophenvorsorge mit dem internationalen Teil zu verbinden. Das kann man in den vielen Sessions sehen, in den Workshops wie in den Panel-Diskussionen. Und wir sind überzeugt, dass die Stärkung des Austauschs beider Bereiche immer wichtiger wird. Das hat uns zum einen, wie Stefan schon erwähnt hat, die Covid-19-Pandemie gezeigt.
gezeigt, wir sind weltweit vernetzt, wir hängen alle voneinander ab. Das zeigen uns aber auch andere diverse, komplexe Krisen in unterschiedlichsten Ländern, die ausgelöst oder verstärkt durch die Auswirkungen des Klimawandels sind. Gerade die diesjährigen Fluten auch in West- und Mitteleuropa lassen uns vor allen Dingen unsere eigene Verletzlichkeit spüren, aber auch zum Teil, wie wenig wir auf solche Großschadenslagen vorbereitet sind. Interessanterweise kann gerade hier die internationale Expertise einen großen Mehrwert bringen. Wir haben ein Beispiel, eine provisorische Kläranlage, die eigentlich mit Unterstützung des Auswärtigen Amtes für internationale Einsätze entwickelt wurde, reinigt nun im Ahrtal das Abwasser. Das sind nur einige Beispiele, die die Bedeutung der Fachtagung unterstützen. Wandel kann nur proaktiv vorausschauend begleitet werden und benötigt Austausch. Und wir hoffen, dass wir im Rahmen der Fachtagung diesen Austausch sicherstellen, um durch gemeinsames Lernen uns den neuen Rahmenbedingungen zu stellen. Wir hatten 2016 noch knapp 100 Teilnehmende, heute mehr als 800 Anmeldungen. Natürlich der Vorteil hier im virtuellen Format. Die Teilnehmenden kommen aus immer unterschiedlicheren Richtungen, was gut ist und was wir sehr willkommen heißen. Vielleicht noch kurz eine Session, eine Werbung für eine Session morgen. Die Katastrophenvorsorge sehen wir oder ist ein Querschnittsthema, das alle Bereiche des gesellschaftlichen Lebens betrifft. Und morgen in einer Session wird die nationale Resilienzstrategie vorgestellt durch die nationale Kontaktstelle für das Sendai-Rahmenwerk. Und auf jeden Fall zeigt dies nochmal den Querschnittscharakter der Katastrophenvorsorge. Ich möchte mich noch kurz bedanken für die Unterstützung durch das Auswärtige Amt, durch das DKKV, das CatNet und das BBK und wünsche jetzt allen Vortragenden, allen Mitorganisatoren und Mitgestaltenden wie allen Teilnehmenden und natürlich euch, Marie und Stefan, zwei sehr gute und erfolgreiche Tage. Ja, vielen Dank dafür, Alexandra. Ich würde jetzt zu Martin Zeiler kommen. Martin, du bist stellvertretender Vorsitzender des Deutschen Komitees für Katastrophenvorsorge. Und ihr seid seit 2016 schon dabei und natürlich sehr engagierter Partner. In diesem Jahr hatten wir ein kleines Novum, denn am 21.10. habt ihr ein Pre-Event zur Fachtagung durchgeführt. Kannst du uns da vielleicht kurz einen Einblick geben, wie das Pre-Event lief, was ihr davon vielleicht mit in die Fachtagung nehmt? Ja, hallo, auch von mir in die Runde. Dem Dank meiner Vorredner und Vorrednerin schließe ich mich natürlich an. Ja, wir hatten dieses Jahr tatsächlich ein Novum mit dem Pre-Event letzte Woche Donnerstag. Wir hatten uns dort mit unseren österreichischen und französischen Partnern ausgetauscht. Es wurde nochmal deutlich, was wir alle ja wissen, dass Katastrophen und Naturereignisse nicht an Ländergrenzen Halt machen. Und was eigentlich der Grundtenor und das Wichtigste ist, dass ein europäischer Austausch und europäische Zusammenarbeit gerade im Hinblick auf Naturgefahren und Präventionsmaßnahmen unerlässlich sind und immer zunehmendere Bedeutung haben. Wir hatten bei der Tagung, wie gesagt, mit den drei Organisationen, das war einmal AFPCN aus Frankreich und DCNA aus Österreich, zusammen mit dem DKKV hier aus Deutschland, haben wir uns gegenseitig unsere Arbeit vorgestellt, haben festgestellt, wie wichtig es ist, Prävention durchzuführen oder Prävention zu unterstützen und sich für Resilienz einzusetzen und eben den europäischen Austausch zu fordern. Mit diesen drei Organisationen, die ich gerade genannt habe, gibt es nun nicht nur in Deutschland das DKKV, sondern auch in Frankreich und Österreich Organisationen, die sich mit ähnlichen Themen wie wir beschäftigen. Und insofern zeigt das nochmal mehr, dass das eigentlich unerlässlich ist, in allen Ländern sowas haben zu müssen oder eigentlich bräuchte man das in allen Ländern und dann, wie gesagt, die Vernetzung und den Austausch zu fördern. Zum Event selbst, wir hatten ca. 70 Teilnehmende. Das war aus unserer Sicht ganz gut besucht, dafür, dass das ein Pre-Event war. Es wird im Anschluss, werden die Panelisten eine Synopsis erstellen, auf der noch unbeantwortete Fragen dann alle geklärt sind und beantwortet werden. Ja, und auf die Frage, was nehmen wir mit in diese Tagung? Da sind eigentlich drei wesentliche Kernaspekte. Der erste und wichtigste ist, dass man mit und voneinander lernt und lernen muss, weil nur so kann man
insgesamt gute Präventionsarbeit tätigen, dass es unbedingt mehr Kooperation im Bereich Forschung und Initiativen geben muss. Und das Dritte ist, dass solche Organisationen, die ich eben nannte, in Österreich, Deutschland und auch in Frankreich, eben die europäische Präventionspolitik mitgestalten sollten. Das sind so im Wesentlichen die drei Kernpunkte, die wir auf diese Tagung mitnehmen. Und unter dem Aspekt und unter dem Hinblick wünsche ich natürlich allen Teilnehmenden eine erfolgreiche und gelungene Tagung. Ja, vielen Dank, Martin. Und wir kommen zu Daniel Lorenz, Vorsitzender des Katastrophennetz. Das Katastrophennetz unterstützt die Tagung ja jetzt auch schon seit 2016. Daniel, was macht die Tagung für euch denn so interessant und was erwartet uns am ersten Tag? Hallo von mir und einen herzlichen Dank erstmal ans DRK für die Organisation der Fachtagung auch in diesem Jahr. Es ist wirklich beeindruckend zu sehen, finde ich, dass die Teilnehmendenzahl nochmal so stark gesteigert werden konnte. Das freut mich sehr. Es freut mich auch sehr, dass wir als Katastrophennetz auch in diesem Jahr die Fachtagung wieder unterstützen konnten. Wir haben das sehr gerne getan. Das hängt auch damit zusammen, was die Fachtagung eben für uns bedeutet. Die Fachtagung hat sich sicherlich als die nationale Austauschplattform etabliert, die jährlich stattfindet, die dabei nationale, internationale Themen zu vereinen weiß. Und für mich ganz besonders herauszuheben ist da auch die Breite der Teilnehmerinnenschaft, dass wir es eben hier mit nationalen Behörden zu tun haben, die teilnehmen, aber auch Bevölkerungsschutzorganisationen, humanitäre Organisationen, Vertreterinnen aus EU, UN-Organisationen sind mit dabei, aber eben auch die Wissenschaft in einigen Facetten. Da gibt es sicherlich keine vergleichbare Tagung im nationalen Raum, aber auch international fällt mir da nichts Vergleichbares ein. Das passt insgesamt, finde ich, recht gut zu den Zielen und Grundsätzen des Katastrophennetzes. Wir betreiben ja eine Mailingliste und organisieren kleinere Tagungen und Workshops. Dabei geht es uns immer um die Stärkung eben einer transdisziplinären Perspektive, den Austausch von Wissenschaft und Praxis im Kontext von Katastrophenvorsorge und Bewältigung. Und da sehe ich eine große Übereinstimmung mit den Zielen der Fachtagung. Was den heutigen Tag angeht, gut, wir haben heute eine extrem große thematische Vielfalt, das lässt sich kaum zusammenfassen. 10 der 15 Panels finden heute statt. Es gibt noch ein Side-Event und es wird vor allem zwei Panels geben, zu denen ich gerne kurz was sagen würde. Das eine ist das Panel, was im unmittelbaren Anschluss an die Eröffnung folgt. Das ist betitelt mit dem Namen Compounding Disaster Risks in a Changed Climate. Will the Humanitarian Development Nexus Hold Up? Dieses Panel wird unter anderem mit Mami Mitsotori stattfinden, der UN-Sonderbeauftragten des Generalsekretärs der UN eben für die Katastrophenvorsorge. Und der thematische Fokus ist hier der Humanitarian Development Nexus im Angesicht des Klimawandels und steigender humanitärer Bedarfe. Das wird sicherlich sehr spannend. Und heute Nachmittag ein weiteres Panel, das dann eben stärker auf den nationalen Raum fokussiert und sicherlich ganz gut auch an die vergangene Fachtagung im letzten Jahr anschließt. Das Thema ist hier von Corona bis zu Extremwetterereignissen, Quo Vadis, deutscher Bevölkerungsschutz, ist ebenfalls sehr hochkarätig besetzt und thematisch geht es eben hier um Verbesserungspotenziale im nationalen Bevölkerungsschutz, vor allem nach Corona, aber auch nach den Hochwasserereignissen aus dem Sommer, die Stefan ja schon ansprach, die alte und die neue Rolle des BBKs, aber auch weitere Akteure. Also insgesamt ein sehr spannendes und informatives Programm. Ja, herzlichen Dank für den Überblick, Daniel. Ich würde jetzt zu Peter Lauwe kommen. Peter, du bist der Leiter des Referats Risikomanagement und Schutzkonzepte kritischer Infrastrukturen beim BBK. Erstmal herzliche Grüße nach Bonn. Schön, dass du mit dabei bist. Als Bundesbehörde habt ihr natürlich noch mal einen ganz anderen Blick auf so eine Tagung. Was nehmt ihr denn von der Fachtagung mit? Und wenn du uns einen kleinen Einblick geben könntest, was uns am zweiten Tag erwartet, wäre das super. Ja, vielen Dank, Stefan. Gerne. Erstmal ein Hallo an alle Teilnehmenden, ein Hallo in die Runde. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob wir einen ganz anderen Blick haben. Das ist schon angesprochen worden. Wir können, glaube ich, die Gewissheit mitnehmen, schon jetzt die Gewissheit mitnehmen, dass das Interesse an der Fachtagung und damit auch das Interesse an dem Thema Katastrophenvorsorge enorm groß ist und enorm gestiegen ist. Die Anzahl der Teilnehmenden hat sich noch mal mehr als verdoppelt im Vergleich zum letzten Jahr. Und das ist eigentlich eine sehr, sehr gute Nachricht. Es hängt sicherlich auch mit den Ereignissen und den Erlebnissen in den letzten Monaten und in den letzten Wochen zusammen. Wir müssen davon ausgehen, dass Katastrophen dieser Art, wie beispielsweise Unwetterkatastrophen, zunehmen.
aber auch andere Gefährdungen, wie beispielsweise Cyberangriffe auf kritische Infrastrukturen. Auch in dem Bereich gibt es eine Zunahme. Also wir sehen insgesamt eine Zunahme von Belastungen oder auch Gefährdungen. Als BBK ziehen wir daraus das Fazit, dass die Stärkung der Resilienz gegenüber Katastrophen eigentlich eine Daueraufgabe sein muss. Und zwar in allen Politikfeldern, auf allen Verwaltungsebenen, bei Staat und auch bei wirtschaftlichen Akteuren. Und um da auf der Höhe der Zeit zu bleiben und bleiben zu können, benötigen wir einen Austausch von Ideen, einen Austausch von Lösungen. Und genau dafür bietet die Fachtagung Katastrophenvorsorge eigentlich eine herausragende und eine hervorragende Plattform, die auch dieses Jahr wieder, wie ich finde, eine tolle Mischung hinbekommen hat aus eher auch strategischen Diskussionen, wie beispielsweise bei der Panel-Diskussion Quo Vadis Bevölkerungsschutz, aber auch ganz praktischen Diskussionen, beispielsweise in den Workshops. Was erwartet uns am zweiten Tag? Der Tag beginnt mit der Vorstellung des Sachstandes zur Resilienzstrategie. Die ist auch schon angesprochen worden. Die interministerielle Arbeitsgruppe Sendai und die nationale Kontaktstelle Sendai stehen kurz vor dem Abschluss der inhaltlichen, fachlichen Abstimmung mit allen Bundesressorts. Und jetzt stellt sich die Frage, wie geht es denn jetzt weiter mit dieser Resilienzstrategie? Was passiert jetzt? Und das stellt die NKS, die nationale Kontaktstelle, morgen früh vor. Übrigens, für uns, aus unserer Sicht, für das BBK, ist diese Resilienzstrategie schon jetzt zentraler Baustein in der Neuausrichtung. Die ist auch schon angesprochen worden. Die Neuausrichtung ist angestoßen worden, auch vor dem Hintergrund der Veränderungen der Risiken, der Veränderungen der Gefährdungslagen. Und wie gesagt, diese Resilienzstrategie ist für uns ein zentraler Baustein schon jetzt für diese Neuausrichtung. Der Vormittag geht dann weiter mit einer Podiumsdiskussion zum Thema urbane Resilienz in Deutschland, aber auch in anderen Ländern. Das Thema Resilienz gegenüber Katastrophen brennt in den Kommunen förmlich auf den Nägeln. Das machen wir fest an den vielen Anfragen, die alleine nur wir erhalten, aus Kommunen, aus Städten und aus Gemeinden. Ein wichtiges Thema, deswegen bin ich sehr, sehr froh, dass diese Panel-Diskussion stattfindet, die ja auch voraussichtlich auf das aktuelle Memorandum urbane Resilienz eingehen wird, eine ganz aktuelle Entwicklung. Nach der Mittagspause werden wir dann wie heute in die Workshop-Sessions wechseln und dort eben auch etwas mehr in die Details gehen können als in den Panel-Diskussionen. In den Workshops werden morgen Themen angesprochen, wie beispielsweise die Forschung zur Katastrophenvorsorge, kritische Infrastrukturen, die Sicherung der Lebensgrundlage, aber auch die Versorgung von kranken und pflegebedürftigen Menschen. Und am frühen Nachmittag findet dann die Abschlusspanel-Diskussion statt, die die Frage erörtert, welche Lehren können denn aus der Bewältigung der Covid-19-Pandemie gezogen werden und welche Herausforderungen gibt es? Aus meiner Sicht eine ganz wichtige und interessante Diskussion, auch vor dem Hintergrund, dass die Bewältigung der Covid-19-Pandemie sowohl auf staatlicher als auch auf privatwirtschaftlicher Seite, also auch bei den Unternehmen, durchaus Lücken und Handlungsbedarf aufgezeigt hat. Zum Abschluss möchte ich noch sagen, wir sind froh, dass es diese Fachtagung gibt. Wir sind froh und dankbar, dass wir uns daran beteiligen können. Und ich möchte an dieser Stelle natürlich den Dank an alle aussprechen, die dazu beitragen, dass diese Fachtagung stattfinden kann. Insbesondere natürlich der Dank an das DRK und an dich, Stefan, dass ihr da so viel Mühen und so viel Arbeit reinsteckt, dass diese hervorragende Fachtagung jedes Jahr und auch in diesem Jahr wieder stattfinden kann. Ganz herzlichen Dank. Ja, vielen Dank auch an dich, Peter. Und ihr merkt, uns erwarten viele, viele spannende Inhalte jetzt über die kommenden zwei Tage. Aber bevor wir loslegen, noch eine kleine Bitte an euch. Nutzt dringend die Möglichkeiten im virtuellen Raum. Es gibt einmal die Möglichkeit des Networkings über das Teilnehmendenverzeichnis. Dafür müsst ihr euch im Profil unter My Profile ein Profil anlegen und werdet dann eben in der Liste der Teilnehmenden aufgeführt und könnt dann dort mit anderen in den direkten Austausch gehen über ganz verschiedene Optionen, unter anderem einen internen Chatbereich für die, die jetzt vielleicht ihre persönlichen Daten dann nicht angeben möchten. Wer sich allerdings kein Profil anlegt, wird auch nicht gelistet und kann eben diese Möglichkeit des Austauschs auch nicht wahrnehmen. Und dann haben wir noch den Face-to-Face-Button. Das ist die Möglichkeit, während der Panels und Keynotes live per Video oder Audio an die Referierenden Fragen zu stellen. Den Button findet ihr auch wieder unter dem Chatfenster. Und wenn ihr darauf klickt, werdet ihr in einen Zoom-Warteraum weitergeleitet und dann nach Möglichkeit aufgerufen.
Also nutzt das wirklich gerne, denn es ist eine der wenigen Möglichkeiten, eben direkt mit den Referenten und Referentinnen in den Austausch zu gehen. Die Fragen sind natürlich interessant für alle und beleben auch nochmal die Diskussion. So, und wenn ihr das alles nochmal nachlesen wollt, könnt ihr das machen unter Technik und FAQ auch auf unserer Eventseite. Und die erste Möglichkeit gibt es direkt jetzt, zum Beispiel diesen Face-to-Face-Button zu nutzen, nämlich in unserem Eröffnungspanel zum Thema Compounding Disaster Risks in a Changed Climate. Will the Humanitarian Development Nexus hold up?